Reisewarnung. Auf den Buchungsseiten ist davon nichts zu spüren. Das Angebot scheint groß und unglaublich günstig. 8 Nächte, 50 Euro? Okay. Unsere Reporterin Maike Greine bucht einen Flug zu Isla Margarita, einer ehemaligen Touristenhochburg. Ausländische Journalisten sind im Land nicht gern gesehen. Die Regierung lässt sie oft ohne Angabe von Gründen festnehmen. Wir tarnen uns deshalb als Touristen. Statt mit normalem Kamera-Equipment drehen wir nur mit GoPro und Handy. Zudem buchen wir den erfahrenen Tourguide José Vincent. Trotzdem ist uns unwohl. Lass mal schnell weg hier wegen der Kamera, okay? Ohne Drehgenehmigung wollen wir uns nicht länger am Flughafen aufhalten. Wie absurd die Lage in Venezuela ist, wird uns bereits nach den ersten Metern klar. Wir fahren jetzt zur Tankstelle und ich tanke. Du bezahlst nur für den Service vom Tankwart. Aber wir zahlen nicht für den Sprit. Benzin umsonst? Venezuela hat die größten Ölvorkommen der Welt. Die Tankstellen gehören dem Staat. Mit Gratissprit will die Regierung alle ruhig halten. Die Tankwarte leben vom Trinkgeld in Dollar. Der einheimische Peso ist nichts wert. Das ist Müll. An dieser Tankstelle, da flattert überall Geld rum. Als ob jemand Monopoly-Geld genommen und zerrissen hätte. Und das weht dann da so im Wind und man denkt sich, okay, es hat wirklich für euch und tatsächlich überhaupt keinen Wert mehr. Wir fahren weiter ans Meer. Am Strand hoffen wir, ausländische Touristen zu treffen. Vor einigen Jahren hatten wir hier viele Touristen. An diesem Strand waren ca. 80 Restaurants. 80. Und dann vor 4 Jahren hat die Misswirtschaft der Regierung alle Restaurants in den Ruin getrieben. Jetzt haben wir keine Restaurants, keine Touristen. Was? Ein leerer Karibikstrand. Das genießen hier nur ein paar Urlauber. Die Venezolaner können sich noch gut an die besseren Zeiten erinnern, als am Strand noch deutsche Touristen waren. Es war sehr voll. Es waren viele Touristen hier, alles Ausländer. Die kamen her, weil bei ihnen Winter ist, wenn wir Sommer haben. Was wir auch erfahren, immer wieder werden Urlauber überfallen, entführt, ausgeraubt. Heute ist die Stimmung aber friedlich und ausgelassen. Abseits der Strände sieht es ganz anders aus. Hier merkt man schnell, dass Venezuela mittlerweile ein Failed State ist. Wirtschaft und Politik stützen sich komplett auf die großen Ölvorkommen. Als der Ölpreis 2013 absackt, bricht die Wirtschaft zusammen. Korrupte Politiker machen die Lage noch schlimmer. Heute verdienen die Menschen im Schnitt 10 Dollar im Monat. Doch allein ein Hühnchen kostet 4 Dollar. Fast jeder 7. Venezolaner hat das Land inzwischen verlassen. Die Touristenzahlen gingen um 80% zurück. Vor allem die großen Hotels mussten schließen. Hotel Bella Vista war ein sehr wichtiges Hotel. 5 Sterne. Sehr wichtig für Margarita. Und jetzt kannst du sehen, alles ist geschlossen. José bringt uns zu einem der wenigen Hotels, die noch geöffnet sind. Der Besitzer ist der gebürtige Südtiroler Walter Meyer. Seit 1995 führt er das Hotel. Vor der Krise war es fast immer ausgebucht, zumeist mit Deutschen. Für heute Nacht sind 4 Zimmer belegt, 3 davon von unserem Team. Trotz Krise fehlt es hier an nichts. Walter Meyer hat eine private Strom- und Wasserversorgung, gute Kontakte, genug Geld. Hier wird jetzt alles in Dollar gehandelt, alles in Dollar. Sind Sie gut versorgt? Lebensmittel? Alles voll, für 3 Monate im Voraus. Sie sind richtig gut vorbereitet? 3 Monate, wie früher nach dem Zweiten Weltkrieg gleich. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, Strand, Palmen, nettes Hotel. Können Sie trotzdem verstehen, dass Leute sagen, hier komme ich nicht hin? Momentan ist die Sicherheit nicht gut, wie ganz Südamerika. Wir müssen halt vorsichtig ein bisschen sein, die Nacht nicht rausgehen, wie überall halt. Wenn ich heute ein Handy mit habe, das was 800 Euro kostet. Das ist Ihr Telefon? Das ist mein Telefon. Echt? Das ist mein schönes Telefon. Das nimmt mir keiner. Aber wenn ich mit dem schönen iPhone herumgehe in Polama mit 800 Euro, ist sofort weg. Das ist normal. Nicht nur die Kriminalität sorgt für schlechte Aussichten der Hoteliers. Wenn die Regierung sagt, dieser Hotelbesitzer, der läuft nicht nach unserer Spur,
dann können die das Hotel auch einfach dicht machen. Touri-Hotspot Isla Margarita, das war einmal. Wir reisen weiter in die Hauptstadt Caracas, im Flugzeug. Über Land wäre zu gefährlich. Am Flughafen finden wir ihn dann, einen Touristen aus Deutschland. Der deutsch-vietnamesische Weltenbummler Nua Phong ist Übersetzer und hat schon 83 Länder bereist. Auf seiner letzten Station, Kolumbien, wurde er überfallen und bestohlen. Wie geht's dir? Ganz ehrlich? Also ganz ehrlich, im Moment bin ich noch ein bisschen geschockt von diesem Überfall. Aber wenn man zu einem Land unterwegs ist, dann muss man damit rechnen. Und damit habe ich auch gerechnet. Ja, und echt? Da muss man in Kauf nehmen, ja, dass man sowas passieren kann. Ja. Die Sorgen sind berechtigt. Caracas galt in den letzten Jahren als die gefährlichste Stadt der Welt. Inzwischen gehen die Verbrechen aber etwas zurück. Wegen der Krise fliehen selbst die Kriminellen in andere Länder. Dennoch hat Venezuela immer noch eine der höchsten Mordraten der Welt. In der Stadt angekommen, heften wir uns an Noahs Fersen. Damit er nicht wie in Kolumbien ins falsche Viertel läuft, lässt er sich Caracas von den Stadtführern Jesús Quintero und Oriana Bolívar zeigen. Schon an der U-Bahn-Station sind wir froh, dass sie dabei sind. Ihr könnt einfach durch, weil der Ticketautomat kaputt ist und die Regierung kein Geld hat, den Automaten zu reparieren. Also einfach durch, ist gratis. In Deutschland bedeutet ein kaputter Ticketautomat, der Fahrgast muss an der nächsten Station aussteigen, um sich dort ein Ticket zu kaufen. In einem Failed State wie Venezuela fährt man einfach zu seinem Ziel. In der dicht gedrängten U-Bahn haben Diebe leichtes Spiel. Ich fühle mich in dieser Stadt zu keinem Augenblick wirklich sicher, aber gerade ist es komplett vorbei. Und ich bin froh, wenn wir wieder aussteigen können. Wir gehen lieber zu Fuß weiter. Wir leben noch. Noah hat kein Bargeld mehr. Aber einfach Geld aus dem Automaten ziehen? Völlig sinnlos. Die Bankautomaten spucken höchstens umgerechnet 1 Euro pro Tag aus. Also ab in die Wechselstube. Das ist sehr überraschend. Wir wollten Bargeld holen in der Wechselstube. Es gibt kein Bargeld. Wir bekommen nichts. Hattest du dich darauf vorbereitet? Also, nee, überhaupt nicht. Also darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Zum Glück haben wir genug US-Dollar und leihen nur etwas. Die Sightseeing-Tour kann beginnen. Statt in Museen und Kirchen geht es mit Noah ins Getümmel der Straßen. Schnell kommen wir mit den Einheimischen in Kontakt. Die südamerikanische Leichtigkeit bekommt an der nächsten Ecke schon wieder einen Dämpfer. Diese Männer suchen nach recycelbarem Müll. Damit verdienen sie zumindest etwas Geld. Kannst du davon leben oder zumindest etwas zu essen kaufen? Manchmal ja, manchmal nein. Die Arbeit ist hart. Noah will noch mehr über die harte Wirklichkeit Venezuelas erfahren. Per Seilbahn geht es in einen Slum. Man fährt mit dieser Bahn über das Slum und man guckt runter und denkt, hier leben Menschen wirklich? Es endet nicht, das ist riesengroß. 87% der Menschen in Venezuela leben unterhalb der Armutsgrenze. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Leidensgeschichte. Hier wohnt ein Rentner-Ehepaar. Es betreibt eine Kita für die Nachbarskinder. Die Eltern sind den ganzen Tag unterwegs, damit die Kinder abends etwas zu essen haben. Noahs Sozialstudien gehen Maike zu weit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl dabei, dass wir kommen so als reiche Europäer hier hin und schauen den Menschen beim Leiden zu. Wir müssen das einfach zusehen, wie die Leute hier leben, damit wir anderen reichen Europäern erzählen können. Der Tourismus im Land hat sich grundlegend verändert. Wer im Moment nach Venezuela reist, kommt nicht trotz, sondern wegen der Krise. Wir machen uns wieder auf den Weg in die Innenstadt und geraten in die nächste Krisensituation. Plötzlich kommt uns gewaltiger Lärm entgegen. Man hört Trillerpfeifen, die Leute schwenken, fahren. Und es ist wahnsinnig in Bewegung und laut. Wir gehen jetzt mal darauf zu, aber mal schauen, wie nah, weil das ist kein Kindergeburtstag.
Ist das so die Touristen-Action, die du erhofft hast? Nee, eigentlich nicht. Aber ich möchte so nah wie möglich am Geschehen sein. Ein Wahnsinn. Im vergangenen Jahr sind mehr als 40 Studenten bei solchen Demos gestorben. Wir sind da mit der kleinen Kamera rumgerannt und laufen so als Touristen getarnt an Dutzenden Männern und Soldaten mit großen Sturmgewehren vorbei. Und ich dachte die ganze Zeit nur, wenn die mitbekommen, was wir hier machen, dann war's das. Fast täglich kommt es in Venezuela zu solchen Demos. Die Proteste richten sich gegen die Regierung. Die aber wird vom Militär gestützt. Häufig reicht eine Kleinigkeit und die Situation eskaliert. Was passiert hier? Wir Studenten demonstrieren für Freiheit. Wir laufen zum Hauptquartier der Streitmächte und geben denen ein Dokument, in dem wir sie darum bitten, sich unserer Bewegung anzuschließen. Für Freiheit und als Unterstützung der Studentenbewegung. Ganz in der Nähe sehen wir feiernde Menschen. Was aussieht wie eine zweite Studentendemo, ist in Wahrheit eine Gegendemo. Präsident Maduro nennt sie Partys und verordnet sie jedes Mal, wenn gegen die Regierung demonstriert wird. Eine gigantische Propagandaschlacht, live vor unseren Augen. Ich bin im Moment einfach überwältigt von den Ereignissen, die sich im Moment abspielen. Wenn du die Wahl hättest, würdest du noch mal herkommen? Auf jeden Fall. Du siehst richtig glücklich aus. Ich bin glücklich, weil ich hier was erleben darf, was ich nicht erwartet habe. Armut, Krise und Gewalt als Urlaubserlebnis? Für die einen zynisch, für die anderen wichtig, weil Menschen in Krisenstaaten wie Venezuela eine Stimme im stabileren Teil der Welt brauchen.